Leute, willkommen zurück zu iWookie Gamer. In der letzten Folge haben wir XOXO diese Maske abgenommen. Und genau die werden wir jetzt in dieser Folge zerstören. Ihr habt vielleicht mitbekommen, in der letzten Folge gesagt, dass wir in dieser Folge diese Maske zerstören werden. Und Leute, genau daran halten wir uns. Ihr seht, Leute, das ist die Maske. Also so sieht sie jetzt aus. Und am Ende der Folge werden wir es hoffentlich geschafft haben, sie zu zerstören. Es geht jetzt nur darum, dass wir diese Maske zerstören werden. Wir müssen es völlig alleine schaffen, weil ihr wisst ja, Gamey und Forky sind in der letzten Folge abgehauen, noch bevor ich XOXO die Maske abnehmen konnte. Sind Gamey und Forky einfach gegangen, weil sie los mussten. Und jetzt ist es deswegen meine alleinige Aufgabe, XOXO's Maske zu zerstören. Aber nur wie? Ich bin schon die ganze Zeit überlegen, wie wir diese Maske am besten zerstören könnten, Leute. Fällt euch vielleicht irgendwas ein, weil im Ernst, was könnten wir tun, um die Maske zu zerstören? Ich meine, was haben wir denn damals getan? Was haben wir damals alles getan? Ihr wisst, wir haben die XOXO-Maske schon mal zerstört vor 3 Jahren. Es ist wirklich schon sehr, 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 sehr lange her, Leute. Denkt mal daran zurück, was alles passiert ist damals. Leute, und? Oh mein Gott, man kann die zerreißen. Das ist doch das, was wir früher die ganze Zeit probiert hatten. Hey, das... Und das ging früher nie, ey, ja. Forky, dafür ist jetzt auch dein ganzes Leben draufgegangen. Unser ganzes Leben ist draufgegangen. Ja, das von Vogelmann auch, weil der ja die Maske anziehen musste. Ey, Alter. Man kann einfach die Maske... reißen, Leute, schaut mal. Mein Gott. Das war's denn nun mit der Glatze-Maske. Jetzt bleiben uns nur noch die 2 anderen Masken mit Haaren über, die Zwillingsmasken. So, genau das werden wir mit dieser Maske auch wieder machen. Oder vielleicht nicht genau das, vielleicht kommen noch ein paar andere Dinge hinzu. Aber jetzt erstmal nur das. Und zwar, Leute, ich jetzt sagen, wir fangen erstmal relativ einfach an. Wir fangen jetzt erstmal an, diese XOXO-Maske hier zu zerreißen. Wir probieren, ob wir es schaffen. Sie einfach nur so zu zerreißen. Am besten, Leute, ja, wir probieren das gleich mal. Aber wo ist die Frage? Leute, jetzt kann ich ja sagen, wir machen das hier schnell. Leute, so, Achtung, ihr werdet jetzt Zeuge eines Gewaltverbrechens. Pass auf. Denn die XOXO-Maske wird mit bloßen Händen zerrobbt. Bringt das schon was, Leute? Seht ihr schon was? Ist die Maske schon kaputt? Ach, Scheiße. Ich hatte nicht mehr so eine Kraft. Ich hätte mehr trainieren sollen. Aber egal, es ist nichts geworden. Es ist scheinbar nichts geworden. Naja, macht nichts. Wir haben noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel. Das heißt, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, um diese Maske zu zerstören. So, Achtung, Leute, das hole ich jetzt mal. Und so, Leute, mit diesem Handschuh, ihr seht, dieser Handschuh hat so spitze Krallen. Das heißt, damit könnten wir die XOXO-Maske vielleicht, keine Ahnung, zerkratzen. Wir probieren mal, Leute, wir probieren direkt mal, ob es klappt. Und zwar, Leute, Achtung, hier seht ihr schon. Klappt es schon? Seht ihr was? Ich werde ein bisschen tiefer reinpieksen, oder? Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas erwischt. Ich bin irgendwo drin. Also es klappt. Und, okay, ich sehe gerade am Handschuh fest. Mal gucken, und ist die XOXO-Maske schon kaputt? Nein, ist sie nicht. Die XOXO-Maske ist leider immer noch ganz. Wir haben das immer noch nicht geschafft, die Maske von dem XOXO zu zerstören. Okay. Das war mir irgendwie schon klar, deswegen habe ich hier noch diesen Nerfblaster. Vielleicht schaffen wir es ja damit, XOXO ihre Maske zu zerstören. Und zwar, Achtung, Leute, es geht los. Achtung, ihr werdet jetzt wieder Zeuge hier von links. Wir werden jetzt auf die XOXO-Maske mit dem Nerfblaster schießen und schauen, ob sie dadurch vielleicht kaputt gehen könnte. So, Leute, Achtung, es ist jetzt soweit. Jetzt seit Achtung, Leute, ihr müsst euch bereit machen. Ihr werdet jetzt wieder Zeuge eines Gewaltverbrechens. Das heißt, ihr müsst euch jetzt mental darauf vorbereiten, ja? Ich werde jetzt jeden Moment auf die Maske schießen. Und ich weiß nicht, was passiert wird. Ich weiß nicht, ob dieses Video überhaupt online gehen könnte oder ob das Video sofort gesperrt werden könnte von YouTube. Das also, Leute, ich will jetzt auch gar nicht mit viel drum rumlabern. Ich mache es am besten kurz und schmerzlos. Heißt also, ich werde jetzt sofort auf die XOXO-Maske schießen. Ne, warte, ich zähle noch runter. Diesmal von, ja, von 5. Also 5... 4, da ist gerade ein Flugzeug, warten wir noch, bis das weg ist. Okay, jetzt 5, 4, 3, 2, 1 und. Oh mein Gott, Leute, go! Es kommt nichts. Es kommt nichts. Toll, Leute, das hat leider auch nichts gebracht. Ihr seht, die XOXO-Maske hat sich jetzt nur kurz verschoben, ist nur kurz so eingeknickt, aber viel mehr. Nichts passiert. Ihr seht, die XOXO-Maske ist selbst jetzt immer noch ganz.
Okay, Leute, wir haben jetzt schon drei Sachen, die nicht funktioniert haben. Was könnten wir als nächstes machen? Ich glaube, ich habe nicht sehr viele Sachen da. Das heißt, also so langsam, aber sicher müssten wir improvisieren. Was gibt's denn hier noch? Habe ich vielleicht noch irgendwas hier im Zimmer, was helfen könnte? Ja, Leute, ich habe gerade was gefunden. Und zwar, Achtung, hier dieser Darth-Vader-Helm. Ich bin mir sicher, mit diesem Helm von Darth-Vader werden wir doch sicher schaffen, die Maske von X-Alex auch zu zerstören. Ich meine, Darth-Vader hat so eine Riesenkraft. Mit diesem Helm oder dieser Maske werden wir sicherlich schaffen, XOXO ihre Maske zu zerstören. Also mit diesem Helm werden die XOs Maske dann endgültig zerstören können, Leute. Das wird krass, Leute. Wenn ihr auch denkt, dass das krass wird, dann lasst jetzt mal ein Like auf dem Video da und abonniert den Kanal. Am besten, ich stelle die Kamera mal kurz hier ab, dass ihr es auch live miterleben könnt, wie XOXO zerstört wird. Leute, ab jetzt geht es los. Ab jetzt wird die Maske von XOXO zerstört. Ne? Macht euch auf das Ende von XOXO gefasst. Okay. Ich zähle wieder wie immer von 3 runter und dann wisst ihr, was passiert. Dann wird diese Maske hoffentlich ein für einmal vernichtet. Also gut, Leute. 3, 2, 1, und das ist mit vereinter Kraft von der Folge. Spürt ihr schon was? XOXO, spürst du was? Und Leute, seht ihr was? Hat die Maske schon irgendwelche Schäden? Nehmen wir es jetzt eben Moment. Nein, schon wieder. Nicht schon wieder. Die Maske müsste jetzt eben mit zerrissen sein, aber so. Sie ist einfach nur auf den Boden gefallen. Oh, Hilfe, Leute, ich bin verzweifelt. Ich bin eigentlich nur noch verzweifelt zu leisten. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Den Helm kann ich jetzt auch ausziehen, Leute. Das hat hier gar nichts gebracht. Die Maske liegt jetzt verkehrt rum auf dem Boden. Ja, aber siehst du die Maske? Seht ihr das? Die Maske ist immer noch ganz. Super. Ups. Upsala. Echt beschissen, sowas. Puh, erstmal durchatmen. Ich habe unter der Maske irgendwie, also unter diesem davor der Helm irgendwie kaum atmen können. Und ihr seht es, die XOXO-Maske ist immer noch ganz. Also, was ist passiert? Jetzt haben wir nichts und wieder nichts. Jetzt hat letztendlich niemand was davon, außer XOXO, weil sie jetzt noch am Leben bleiben kann. Aber ansonsten gar niemand. Toll, Leute, wirklich toll. Ja gut, was könnten wir jetzt noch als nächstes machen, ist die Frage. Leute, ich habe gerade noch dieses Schwert gefunden. Vielleicht können wir mit diesem kleinen Schwert hier die Maske von XOXO zerstören. Vielleicht kann dieses Schwert ja uns dabei helfen, die XOXO-Maske zu zerschneiden. Dass wir mit diesem Schwert einfach endgültig XOXO vernichten können. Leute, das wäre krass. Das werden wir jetzt sofort ausprobieren. Ich meine, einfach so ist es ja wert. Deswegen, ich hoffe, dass wir jetzt XOXO endgültig vernichten können. Nachdem die ganzen anderen Sachen ja in die Hose gingen, müsste das hier hoffentlich klappen, Leute. Also ich würde sagen, ich soll auch gar nicht mehr lange drum rumreden. Am besten, wir finden es direkt raus. Und wir müssen es jetzt direkt rausfinden, Leute. Also wir fangen dann mal direkt an. Und Leute, es geht los. Achtung. 3, 2, 1. Mein Gott, Leute, XOXO-Maske ist ganz schön hart. Oh mein Gott, ich stecke schon halb drin. Seht ihr? Oh mein Gott, das Schwert, das kommt ja aus hier raus. Ich glaube, ich habe XOXO durch. Ich habe sie durchstochen, oder? XOXO. Ihre Maske steckt in dem Schwert drin. Und, oh mein Gott, ihr seht, sie hat sogar eine Delle vorne. Das heißt, wir haben es geschafft, oder? Wir haben es offiziell geschafft, XOXOs Maske zu zerstören. Leute, wie krass ist das bitte? Wie krass. Ja. Innerhalb von einem Video. Ich meine, es war ja nicht mehr viel Arbeit gewesen. Wir hatten eigentlich wirklich jetzt nur ein Video gebraucht, um XOXO's Maske zu zerstören, Leute. Schaut euch dieses Spektakel doch mal an. Wir haben es geschafft. XOXO's Maske wurde offiziell besiegt. Das ist einfach nur heftig. Also wenn ihr es auch heftig findet, dann lasst gerne noch mal ein Abo da und liked das Video. Damit wir noch die 200 Abonnenten schaffen dieses Jahr. Leute, ihr seht, wir haben es geschafft. Ich glaube, XOXO's Maske ist besiegt worden. XOXO's Maske ist jetzt tot. Wir haben es also damit geschafft, XOXO endlich zu vernichten. Also nach 20 Videos ist die Reise mit XOXO wohl beendet. 20 Videos, eigentlich doch weniger als ich dachte. Naja, aber hey, ist wohl so. Ich will mich nicht beschweren. Wenn XOXO's Maske so schnell zerstört werden kann, ist es ja eigentlich gut. Ich meine, dann haben wir weniger Arbeit. Und ihr müsst dann weniger Videos schauen. Also, ihr müsst dann weniger XOXO-Videos schauen. Ja, Leute, das ist einfach krass. Das ist einfach nur krass. Ich bin gerade echt sprachlos, dass wir XOXO's Maske scheinbar
mit diesem Schwert hier einfach irgendwie zerschnitten haben. Ich weiß nicht, was genau mit Xurix auch passiert ist. Ist Xurix aus Maske jetzt noch lebendig oder reicht das schon, um sie zerstört zu haben? Weil ich meine, immerhin hatten wir jetzt, ist jetzt ein Loch in Xurix aus Maske. Immerhin, wir haben jetzt mit diesem Schwert noch Xurix aus Maske geschnitten. Das ist, müsste eigentlich schon reichen, um Xurix aus Maske zu vernichten. Immerhin ist Xurix aus Maske jetzt auch eingeklappt. Das heißt, doch, ich glaube schon, ich glaube, wir müssen Xurix jetzt wirklich vernichtet haben. Das wäre einfach nur krass. Ich würde sagen, ich beende jetzt auch mal so langsam das Video. Ich muss jetzt erstmal meinen Sieg feiern. Ich muss wirklich jetzt erstmal meinen Sieg feiern, dass Xurix zerstört wurde. Ansonsten würde ich sagen, dann beende ich die Folge schon mal. Bis zur nächsten Folge und peace out. Du denkst ernsthaft, du könntest mich zerstören, Sascha? Dann hast du falsch gedacht. Meine Maske kann man nicht so einfach zerstören. Und das werde ich dir und deiner lieben Community jetzt mal beweisen. Achtung, ich schaue genau hin und schwuppdiwupp, zack. So, das hätten wir schon mal. Jetzt muss ich nur noch das Messer hier irgendwie rauszaubern, zack. So, und jetzt mit der Kraft meiner Maske werde ich das Messer verbannen. Meine Maske wird dieses Messer jetzt verbannen. Achtung, passt jetzt genau auf. Ihr werdet jetzt genau sehen, was mit diesem Messer passiert. Ihr werdet jetzt hier Zeuge eines Zaubers. Zack. Zack, ist es passiert. Das Messer bin ich auch los. So, dann wollen wir dem lieben Sascha doch mal einen Besuch abstatten. Bis zur nächsten Folge und lasst ein Like da.